Willkommen zurück zu Let's Play Darkest Dungeon. Mir wurde gerade geschrieben, lies dir mal den Text des Aussätzigen in der Gilde durch. Wenn man die Gilde aufmacht und dementsprechend jemanden anklickt, dann kann man sich den Text mal durchlesen. Ein zerrütteter Mann, Krieger und Poet. Der Aussätzige ist am wirkungsvollsten, wenn er sich eine Runde lang besinnen kann, bevor er seine mächtige Klinge erhebt. Wenn er zuschlägt, geht es um alles oder nichts. Ein schmetternder Hieb, der enormen Schaden verursacht, oder das pfeifende Geräusch, wenn sein Schwert ziellos durch die Luft saust. Er ist selbst genügsam und bezieht seine Stärke aus der Mühsal seines Lebens, die ihm Heilkräfte, Schutz und unerbittlichen Zorn verleiht. Also ein sehr, sehr starker Mann, kann man nicht anders sagen. Der gute Odo wird jetzt auch einfach mal seine Langeweile los. Zack. Und wir gehen wieder los mit einer Level 3er und 4er Gruppe. Eine kurze Mission. Das hört sich doch gut an und wieder kriegen wir irgendwelche Urkunden. Die ist allerdings auch kurz. Auch da müssen wir genau dasselbe machen, sind allerdings im Labyrinth unterwegs, kriegen sogar noch Büsten. Büsten können wir immer gebrauchen, gerade jetzt in dieser Situation. Porträts wären auch schön und natürlich Wappen. Wappen auf jeden Fall. Aber wir kümmern uns erstmal um Büsten. Wer kommt mit? Wer möchte mit? Du kannst nicht mit. Du kannst mit. Libellchen wird mitgehen. Wir werden... Axeli hat Schüttelfrost. Nee, der kann nicht mit. Brastos hat einen Anfall. Oh, die beiden muss ich unbedingt jetzt ins Sanitarium stecken. Da habe ich keine andere Wahl. Das geht so nicht weiter. Kann keine Leute gebrauchen, die sowas machen. Wir nehmen Sir Wolfs Blut mit. Dann habe ich dich schon aufgestuft? Ja, alle Stufe 4. Okay. Libellchen auch, ne? Libellchen auch. Jesse Ravens, Hedyard, Ravens. Ist auch alle Stufe 4. Und Kalimba. Kalimba. Du hast das Teil drin. Plus 15% maximale LP, plus 8 Ausweichen, dafür aber weniger Prezi, die kannst du buffen. Das ist okay. Dankeschön. Gut, dann wissen wir, wen wir mitnehmen. Auf zum Gepäck. Wir nehmen alles an Essen mit, was wir kriegen können. Immerhin ist das ja schon eine mittlere Mission. 2 Schlüssel, 2 Schaufeln und ein paar Fackeln. Go! Vor den Tunneleingängen stapeln sich manchmal Steine oder Leichen. Eine schmutzige Arbeit, wenn man sie von Hand entfernen will. They breed quickly down there in the dark. But perhaps we can slay them even faster. Wir sollen 100% der Raumkämpfe abschließen. Das heißt, diese beiden Räume müssen wir auf jeden Fall besuchen. Wir gehen so rum, dann einmal hoch und wieder runter, damit wir den Rest auch noch ablaufen können. Super, toller Plan. Gefällt mir. Hallo! Ich hab euch schon erwartet, ihr mich nicht, wa? Deswegen seid ihr auch überrascht. Weg mit dir! Du gehst auch, nur auf ihn. Confidence surges as the enemy crumbles. Super. Okay, einer ist noch übrig. Nur noch. Bisher noch kein Stress. Der einzige, der ein bisschen gestresst ist, das ist Kalimba. Blutungsschaden. Und das war's. Ach, irgendwie tut mir das schon leid. Die können ja gar nichts machen. Continue the onslaught. Destroy them all. Ja. Macht er. Der Sack ist leider leer. Voller Sack. So, dann wollten wir hier hinten rum. Dafür haben wir auch die Schaufel mitgenommen. Kommt lange Zeit nichts, bis eine Wand erscheint. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Wahrscheinlich. Oh, Spinnen. Spinnen mag ich. Spinnen sind immer sehr ruhig, gelassen, warten nur darauf, getötet zu werden. Beißen ab und zu mal zu. Dann verwandeln wir uns in Spider-Man. Sehr schön. Ausgewichen. Ausweichen ist nicht schön. Ein Netz wird gewebt. Sie wird betäubt. Ist aber auch gleich dran. Enttäubt sich selber.
Und dann rein in die nächste Runde, ins Vergnügen. So muss das gehen. Du hast aber einiges an Schaden bekommen, ne? Ach nein. Geht. Eine unbenutzte Fackel. So, nun haben wir wieder die Möglichkeit, so einen Schlurfer zu besuchen. In der zweiten Stufe scheint er allerdings härter zu sein. Insofern spare ich mir das. Ich hätte mal die Fackel benutzen sollen. Zum Glück sind sie überrascht. Weg mit dem Schwein zuerst. Du gehst nur auf den Dicken. Und du wirst den Dicken betäuben. Sehr gut. Gut, das Schwein kann zwar noch was machen, aber wenigstens haben wir ihn hier erstmal betäubt. Gut. Wunderbar. Trommeln des Verderbens. Wir müssen nur noch auf ihn gehen. Der Rest ist relativ einfach. Okay. Das war's. Wir haben gewonnen. Wer hat denn nicht damit gerechnet? Ach, schön. Geht nichts über Können. Wir dürfen scouten. Und vielleicht ist das schon der letzte Kampfraum? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wer kann denn Fallen entschärfen? Du doch, oder? 110, 120. 120 hört sich gut an. Wurde bereits geplündert. Wer macht denn sowas? Wer klaut mir denn hier die Utensilien? Der da. Eindeutig. Der sieht schon so aus. Du Dieb! Okay. Geht erstmal auf die anderen, dass die weg sind. Und dann kümmern wir uns um den Dicken. Den werden wir dann immer stunnen. Stolpernde Kralle. Ah, er wollte nach vorne kommen. Bitteschön. War keine gute Idee von dir. Hastiger Rückzug. So ist schön. Ja, ein bisschen Stress ist okay. Dafür ist sie jetzt weg. Jetzt kann ich aber nicht mehr starten. Egal. So schön. Ich hätte jetzt den Stun des Kleris gebrauchen können. Zermalmende Rückhand. Autsch. Sie haben sich dem Stun aber widersetzt. Sehr gut. Ja, geh weiter rauf. Du stunst ihn mal bitte. Sehr schön, dann können wir wenigstens in Ruhe heilen. Enttäubt. Nochmal alle hochgeheilt. Und hau ihn weg. Na also, geht doch. Der ist eh weg. Da können wir machen, was wir wollen. Da kann er machen, was er will. Nee, warte, ich wollte erstmal nach Norden. Die beiden Kuriositäten plündern. Und offensichtlich müssen wir hier unten noch hin, denn die Quest ist noch nicht erfüllt. Tada! Bücher. Bücher will ich nicht. Was, wenn wir in einen Hinterhalt geraten? Tun wir nicht. Dafür sind wir viel zu schlau. Sehr gut entschärft. Da muss keiner ran, aber da. Dankeschön. Okay, und auf in den letzten Raum.
Wir haben nicht viel gefunden. Noch nicht. Vielleicht kommt ja noch was richtig Geiles, wo wir sagen, ja, das ist es. Glaube ich zwar nicht dran, aber hoffen kann man ja. Das ist es! 50 Gold, juhu! Oh Mann. Letzter Kampfraum. Und das sind nur ein paar Speine. Langeweile. Jetzt hat Libellchen Langeweile. Das heißt, sie hat keine gute Chance mehr auf Tugend. Erbrechen. Das Schöne ist, nach diesem Kampf müssen wir lediglich Sir Wolfs Blut ein wenig entstressen. Der Rest, dem Rest geht es noch gut. Ja, ja, hau mal zu. Das macht mir nichts aus. Tada. Wir haben es eh gleich geschafft. Ich hätte mir ein bisschen mehr Schaden gewünscht, damit er nicht mehr zuhauen kann, aber okay. Death waits for the slightest lapse in concentration. Betäubt. Betäubt ist nicht so gut, aber er war wenigstens schon dran. Das war's. Wir haben es geschafft. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Mann, Mann, Mann. Manche Quests gehen wirklich schnell. Their squeals fade. Their confidence is shaken. Offensichtlich. 4500 Gold plus 5500 sind 10.000. Außerdem 5 Büsten, 4 Porträts und 6 Wappen. Das ist nicht besonders viel. Und ein Ring, den wir verkaufen können, die Krone des Lichts. Oder eine Krone. Fleckfieber haben wir uns eingehandelt. Außerdem die Langeweile, das sind zwei Dinge, die wir wegnehmen müssen, plus den Stress, kostet wieder ordentlich Kohle. The plume and the pistol. A fitting end to my folly. And a curse upon us all. Ja, immer diese verfluchten Leute, es ist furchtbar. Es tut mir auch leid, ich würde es gerne anders machen. So, was wollte ich tun? Ich wollte die Leute entstressen und... irgendwas? Libellchen wird ihre Langeweile los, Axeli sein Schüttelfrost. Viel Spaß. Ja... Also ich bin kurz davor, wieder zum Nekromanten zu gehen. Da wird auf jeden Fall Shark mitkommen. Das rüsten wir noch aus und da könnten wir für 3 Punkte sorgen. Das hier brauche ich jetzt nicht mehr, auch wenn das betäubt. Wir nehmen also das Teil. So. Okay. Er ist komplett ausgerüstet. Yoku Keksi ist auch soweit ausgerüstet. Könnte die beiden noch erhöhen? Wer kommt noch mit? Odo? Ja, Odo kommt mit. Und Baal. Odo. Okay, dann kann er sich selber hochheilen, Baal auch. Bei Baal muss ich das allerdings noch einmal machen. So. Okay, wir gehen wieder zum Nekromanten. Ob ich darüber so begeistert bin, weiß ich noch nicht. Ich muss noch schnell was verkaufen, das mache ich aber jetzt mal offline. Müsst ihr nicht unbedingt dabei sein. Das ist unsere Gruppe, diese 4 Leute. Freut euch drauf, ich freue mich auch. Bis nachher. Hohohoho.